Blumenkohl bleibt Blumenkohl und Brautkleid bleibt Brautkleid, oder wie war das? Nope. Ja, ja, alles Brokkoli. Genau. Verstehen wir. Alles Brokkoli. So. Außer Brokkoli ist Rosenkohl. So, wieder da. Baby. Baby. Aber ein Scheiß. Wir haben bald genügend makelloses Leder für drei. Also, wir haben für drei weitere Dinge schon mal makelloses Leder. Hier hat jemand seine Schuhe noch nicht abgeholt. Hm. Na, wir brauchen 48. Wo sind die Schuhe? Also 6 noch. In der Steinerbank. Wo ist die denn schon wieder? Ich stehe daneben. Wir alle stehen daneben. Er hat, nicht, er hat sich auf jeden Fall nicht bewegt. Das kann ich schon mal So, wer, also, wem soll ich jetzt meine Schuhe geben? Happy, ne? Nee, der hat schon. Hamburger, wenn er wiederkommt, pack sie in eine Truhe für. Irgendwo so eine, ne? Ja. Ach, guck mal, wir kriegen sogar mit 2 Set-Teilen noch eine Ausrüstungsstufe hoch und mit 4 sogar noch eine. Was wollen wir als nächstes produzieren? Guck mal bitte in Items. Weil dann können wir schon mal anfangen, die ersten 3 zu bauen. Mir ist das wurscht. Hat man nicht einen Schrank für das Zeug für die. Ja, hier der, ne? Irgendwo war was. Diener Quatsch. Ja, okay, ich tu's da rein. Und tatsächlich bin ich bei allem außer Handschuhen dabei. Wo kommen denn die Seidenraupen hin? Die kommen direkt in den Webpool. Links oder Mitte? Achso, hat man jetzt aber, dann produziere ich jetzt einfach irgendwas. Wie gesagt, für mich am besten keine Handschuhe, weil die sind noch am besten. Alles andere ist mir egal. Ja. Aha, jetzt hartert es noch an den Seide-Dingen. Das ist ja kein Problem. Zack, haben wir schon mal die 3 und dann fehlen nur noch 3 makellose Leder, dann haben wir 4. Ja. Wo sind auch noch 1,5-2,5 Minuten oder so? Fehlen noch 2 makellose Leder. Also in 90 Sekunden können wir das vierte Ding auch produzieren. Ja, und dann haben wir sogar einen Vorteil der Rüstung. Ja, ja, erstmal das Schloss kaputt machen. Dann brauchen wir einfach noch viel mehr mageloses Leder, fürchte ich. Das heißt, wir brauchen noch mehr Mutantenfett. Das geht uns gerade nämlich wieder aus. Das heißt, wir müssen wieder in die Mutanten gegen und Mutanten töten. Yay! Du hast es nicht mehr an dem Ding gesehen, oder? Nein. Das war sofort in meinem Inventar. Ich hab's nicht mal gesehen. Ja, ja. Na gut, dann porte ich mal rüber und sammle noch ein bisschen Mutant. Ja.
Na, kommt hier eben hin. Ja. Wenn ich zwei gegnerische Gruppen habe, kann ich sie auch aufeinander hetzen. Das lief einfach. Das macht das Sammeln einfacher. Aber der Zauberspruch ist doch Mutabor. Wir hätten uns ein paar Kosten sparen können. Mit dem Schneidereibogen. Fällt gerade auf, immer wenn ich nicht weiß, wo ihr seid, brauche ich nur ins Steam gucken. Bei Satz steht Navigating Polluted Valleys in Gloomrot. Blut, Blutessenz, Bretter und Tücher. Jetzt prügel dich auf den Vampir, du wirst von Mutanten angegriffen. Genau, der Mutant hat dich gerade auch getötet. Hättest die mal getötet. Ihr habt jetzt auch noch den Bonus. Jetzt kostet es auch nicht mehr so viel. Wieso hatten wir den Bonus eigentlich vorher nicht? Weil wir den Bonus gelegt haben. Ah, okay. Wir schlaue Leute. Ich hab mich gerade geguckt und ich dachte so, Ich dachte, wer ist das? Kostet uns nämlich nur 9 und 9. Naja. So, es liegen noch 2. Ich bin gerade auf dem Tanken des Jagd. Achso. Ja, das war natürlich jetzt nicht so schlau, das ist so, aber gut. So, jetzt sind. Schwefel. Fett, da gibt's Mutantenfett, dann laufen wir doch anders rum. Schneidereiboden haben wir noch gar nicht so lange. Ja, ich glaube, tatsächlich noch nicht ganz so lange. Bibliothekenboden. Da esse ich dich halt ganz. Das ist auch günstiger. Offensichtlich haben wir ganz viel Boden noch nicht gemacht. Nö, wir sind freigestaltet, aber wir haben ihn nicht verlegt. Ja, wie wir sind. Der Film? Mhm. Oben lag es mit der Juwelierskammer. Ist auch die Juwelierskammer. Oh, komm, haben wir mit die schon wahrscheinlich nicht. So.
Bibliothek. Ihr hattet Spaß mit den Ratten, das ist gut, dann kann ich jetzt Spaß mit euch haben. Hatte ich da nicht irgendwo einen neuen? Ja, die Seidenraupen sind auch alle. Hat die schon wieder jemand aufgegessen? Nee, nee, nee. Okay, da ist er einfach über die Klippe gestürzt. Hat aber sein Fett oben gelassen. Okay. Dass mit dem Fett vergessen immer so einfach wäre. Ja, einfach mal. Einfach stürzen Sie doch einfach über eine Klippe. Dann brauche ich da ja nicht mehr prügeln. Ach, ihr prügelt euch da. Ich bediene mich mal an eurem Fett. Diese Ödländer haben so echt gar kaum Schatten. Kommen Sie mal mit. Ich habe hier drüben ein schönes Lager für Sie. Da können Sie sich austoben. Ja, hau dir deinen Schlons halt direkt hin. Du sollst hier rüberkommen. So, habt ihr da hinten Freude gehabt? Wenn ja, finde ich das gut. Dann kann ich euch nämlich lieben. Oh.
offensichtlich habt ihr Freude gehabt. Das finde ich sehr gut. Der Spuk hat wohl den... Ach nee, der Spuk hat eben doch. Ist der Diener schon wieder losgeschickt? Ja, unser Diener rennt ist gerade unterwegs. Gut, das erklärt, warum er noch keine Spur hat. Ja. So. Sollen wir jetzt nochmal hochkommen zu dir oder gehen wir gleich was anderes an? Das also, gleich auf jeden Fall mal nach. Ich bin gerade wieder auf dem Weg nach unten. Okay. Aber das hindert euch ja nicht daran, schon mal Sachen zu planen. Hm. Weil ich muss dann ja nur mein Inventar raushauen. Das kann ich im Zweifel auch mal unsortiert in eine Kiste packen. Dann kann ich später sortieren. Ja, wahrscheinlich wäre es am besten, wenn wir die Rüstung fertig machen, oder? Ja. Erstmal, weil... Das wird schon echt nicht verkehrt. Nö, definitiv nicht verkehrt. Heißt, ja, du bringst ja jetzt schon Zeug für Leder, dann können wir gleich nochmal eine Seidenraupen-Aktion machen, oder? Ja, da macht es doch. Da müsst ihr jetzt nicht auf mich warten. Ich kann da ja schnell hinterherkommen, das ist ja nicht das Problem. Ja. Sind die schon respawned? Wahrscheinlich, ne? Ich gehe davon aus, also auch die Gegner und die Mutanten sind alle respawned. Hm. Vermutlich werden die Seidenraupen auch respawned sein. Und die Ärzte respawnen nicht so schnell, ne? Was war das? Das kann sein. Also die brauchen normalerweise einen Ingame-Tag zum Respawn und ich glaube, der ist definitiv vorbei. Hm. Ja, hier soll ich irgendwas spinnen. Die Bluttruhe ist gerade relativ leer, wenn du dich einfach nur entmüllen willst. Ich wüsste sowieso eine andere Truhe, wo ich reinpacken kann, aber ich habe jetzt nochmal das makellose Leder den Vorzug gegeben. Es sei denn, die hätte jetzt absichtlich dickes Leder drin. Jetzt bin ich ermüdet, werde mir aber jetzt noch mein Oberteil schnappen. Wo war denn jetzt? Der stand doch gerade rum, dieser doofe Diener. Komm, dann kriegst du jetzt ein altes Ausrüstungsgegenständchen, das du sowieso schon hattest, verdammt.